Wir kommen zur nächsten Übung mit einem Triggerding und zwar gehen wir an den Tibialis Anterior. Klingt super kompliziert, ist mega einfach zu finden. Okay. Ich zeige es dir. Stell mal das Bein gerade an. Und zwar gehst du hier oben unterhalb deines Knies an die Außenkante des Schienbeins. Mhm. Und wenn du hier oben so ein bisschen dran gehst, findest du so ein kleines Köpfchen. Ne? Merkst du das? Ja. Genau. Und von da kannst du ein bisschen nach unten gehen. Genau. Am Schienbein lang, zieh jetzt mal deinen Fuß gerade ran und jetzt kommt dir hier ein Muskel entgegen. Ah ja. Ne? Ja. So findet man es eigentlich am einfachsten. Okay. Das heißt, so könnt ihr es wirklich mal testen. Und dieser Muskel verläuft dementsprechend, weil du hast ja deinen Fuß rangezogen, entlang des Schienbeins, also Tibia und Anterior vorne. Und wir wollen jetzt auf diesen Muskel mit dem Triggerding gehen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie in eine Position begeben, genau, wo das Bein seitlich ist. Mhm. Jetzt schnappst du dir dein Triggerding. Und kannst jetzt da richtig schön drauf gehen. Genau, du hast jetzt dein Bein vorne, für die, die vielleicht nicht ganz so beweglich sind. Ich lege das dann immer so nach hinten. Und so kann man jetzt hier richtig schön in die Muskulatur reingehen. Mhm. Und du kannst Stück für Stück jetzt das Triggerding immer 1-2 cm nach unten verschieben. Hältst 30-45 Sekunden wieder deinen Punkt und gehst Stück für Stück entlang nach unten, bis du hier im unteren Bereich des Schienbeins angekommen bist. Sieht auf jeden Fall ordentlich, aber es fühlt sich auch gut an. Genau, halt es dann wieder. Haben wir das letzte Mal auch gemacht, irgendwie 45 Sekunden. Rein aber atmen, haben wir auch gesagt, vielleicht Musik anmachen, ruhig werden und wirklich diese Punkte bearbeiten. Mache ich, Chef. Gut.